Wir sehen das Chalet Schwarzwald und wir sehen, es ist wahnsinnig groß. Hast du die Richtig. Maße drauf? 50 Quadratmeter. Das ist das größte Haus, was wir hier in Zierenberg haben. Also davon, da reden wir nicht mehr von Tiny House. Nein, das ist definitiv ein Chalet. Und ihr nutzt es auf eurem Ausstellungsgelände wie? Als Büro. Dann gehen wir doch mal rein. Sogar mit Klingel, guck mal. Oh, muggelig warm. Hello, hello. Hi. Das ist Miri. Genau, das Hi. Ist Miri. Was machst du hier genau? Ich bin sozusagen als Valerias Assistenz tätig, Aha. so im Großteil und unterstütze noch ein bisschen im Marketing und im Verkauf. Was machst du gerade? Gerade Mails. Gerade Mails. Gerade Mails, ganz langweilig, ja. Also das ist mal ein schönes, sehr gemütliches Büro. Es liegt unter anderem daran, dass es hier so warm ist und das kommt durch den Ofen. Du kannst hier unten auch noch anfeuern, oder wie? Genau, hier unten, das macht der Ofen von ganz alleine. Die Kunden, die es kaufen, die benutzen es wie? Ja, die wohnen schon in dem Haus, ne? Weil das ja. Schöne ist, du hast hier zwei Schlafräume und du hast oben, schau mal, du hast oben noch einen Stauraum ja. auf der Seite und auf der anderen Seite. Du über sagst den immer Stauraum, aber man kann da oben ja auch pennen, ne? Theoretisch schon, ja. Theoretisch kannst du da eine Matratze hinlegen, für Gäste, für Kinder, je nachdem. Das ist schon für mal was super du das Haus cozy. Nutzen möchtest. So, wir sehen in dem Büro steht ein Kühlschrank und ich will es euch nicht vorenthalten. Das Arbeitsklima scheint gut zu sein, würde ich mal so behaupten. Ja? Valeria, was kannst du ja. uns zur Küche sagen? Ja, das ist eine klassische, schöne Nobilia-Küche. Wir arbeiten ja mit dem Hersteller von Nobilia zusammen. Ja. Hier siehst du, du hast alle Geräte, die du brauchst. Du hast einen Backofen, du hast eine Geschirrspülmaschine. Das Schöne, alles auf Augenhöhe. Oh, hm, man sehr muss gut. sich nicht unbedingt bücken für die ältere Generation. Ja. Dann haben wir hier ein schönes... Ab wann zählt man zur älteren Generation? Also ich würde sagen, wir gehören schon dazu, oder? Nein. Ist nicht? Nein. Gut, okay. Also hör mal, sind mit, ja noch die Jungen, ne? mit Mitte 40. Ja, hier Markus, ist der okay. ist gerade mal 33 oder was? 32. Aber weißt du oh, okay. was? Der Markus freut sich trotzdem, ja, dass das auf Augenhöhe ist. Ja, eben. Ich komm da auch so was. Ja, ne? Super. Ja, super. Sehr gut. Ja, dann ist das ja. für alle was, ja? Genau, aber du siehst, wir haben alle Geräte, die man braucht. Ja. Wir können hier schön unser Süppchen vorbereiten. Wir haben hier ein Waschbecken, genug Schubladen. Alles funktioniert, alles ist angeschlossen. Genau, richtig. Dürfen wir hier überall reingucken? Oder gibt es Betriebsgeheimnisse, die wir Nein, nicht sehen dürfen? Ihr dürft natürlich. Das heißt, ihr nutzt das jetzt hier als Büroabstellraum? Wir nutzen das tatsächlich als Abstellraum, beziehungsweise haben wir hier natürlich auch Sachen, die der Kunde dann aussuchen kann, wenn er so ein Haus mit uns gestaltet. Okay, aber ansonsten kann man den Raum nutzen als Schlafzimmer. Hast du noch eine Tür? Genau, du hast eine bodentiefe Tür hier, du hast einen schönen Kleiderschrank, wie du siehst, komplett auf die ganze Wand. Ja. Und dann kannst du hier dein Bettchen entweder so hinstellen oder so, das kann der Kunde dann entscheiden. Und euer Maskottchen, ne? Habe ich ja, ja damals auch gekriegt, als ich das gekauft habe. Genau, richtig. Das ist Hans und Hansi, die sind von Anfang an dabei. Die gehören auch dazu, die gehören zu uns, zu Vitalcamp. Und du siehst, wir haben ja ein paar. Die kommen gut an. Genau, richtig. Jede Menge Muster. Wofür sind das Vorhänge? Das sind Polster, oder was? Die hast du Achso. nämlich auch in deinem Tiny House. Stimmt, das hier ist mein Polster, ne? Genau, das ist dein Polster. Mhm. Das kann der Kunde dann auch individuell aussuchen. Nimmt irgendwer rot? Nein. Es ist alles wieder so schön. Es ist ja immer dieses viele Holz, das bringt so eine Gemütlichkeit, ne? Ja, das ist auch unser Ziel und darauf sind wir ja auch spezialisiert. Du siehst ja, der Kunde kann auch hier alles aussuchen. Also wir haben hier verschiedene Fußböden, die der Kunde aussuchen kann. Mhm. Dann haben wir hier Innengestaltung, die Innenwände. Alles Echtholz in verschiedenen das Farben. Auch? Sie kann ich das auch? Das auch, genau. Okay. Das ist grau lasiert. So, und dann haben wir hier die Außenfassaden. Das kann auch der Kunde gestalten und aussuchen, wie er möchte. Mhm. Das heißt, wenn wir dann so ein Häuschen hier verkaufen, dann sind wir schon 2-3 Stunden dabei, mit dem Kunden nach seinen Wünschen alles zu planen. Ja, ist auch nicht immer so einfach, ne? da auf einen Nenner zu kommen. Das kennst du, ne? Ja, bei mir war das ja relativ einfach. Und das Ergebnis ist toll. Ja, natürlich gibt es auch ein schickes Badezimmer. Schau mal rein und geh auch mal um die Ecke rum. Große Dusche wie immer. Habt ihr eigentlich auch kleine Duschen hier, ne? Nee, das machen wir nicht. Immer viel Platz. Immer für große Menschen. Danke sehr. So. Und dann haben wir hier noch einen Abstellraum, den ihr jetzt hier so für Drucker und so nutzt. Genau, das ist eigentlich ein Abstellraum. Du siehst, da ist ein Waschmaschinenanschluss und darüber kann man einen Trockner anbringen. Und dann gehen wir ins nächste Büro und lernen,
Ruby kennt. Hello, hello. Ja. Du bist der Fachmann für alles. Alles. Also du bist Verkäufer, ne? Genau. Und aber mir wurde auch gesteckt, du bist auch Holzprofi, weil du aus dem Holzhandel kommst, ne? Richtig, genau. Deswegen sehen wir schon, dass der Taschenrechner hier auch aus Holz ist, der Stift auch. Also worauf legt ihr da Wert beim Holz? Dass es halt sauber verarbeitet ist und ein schönes harmonisches Bild gibt, ist uns ganz wichtig. Ja. Das ist einfach Atmosphäre, was sich dann widerspiegelt in den Häusern. Und ich meine auch die Konzeption macht das ja. Ne? Das ist ja jetzt Fichte hier, weiß, ja. Habe ich ja auch. Die Wände hier sind auch Fichte, weiß, aber die Wand ist zum Beispiel eben anders gestaltet. Also das hat ja einen Hintergrund, oder nicht? Genau, das ist jetzt in dem Fall Retro-Timber. Das ist dann eine Lärche, die eingesetzt wird, einfach um nochmal ein bisschen Auflockerung ins Häuschen reinzubringen. Gerade wenn man ein bisschen Holzarten bzw. Holzfarben mischt, gibt es nochmal einen ganz anderen Eindruck und es ist noch wohnlicher. Auf jeden Fall. Und was bedeutet Retro-Timber? Also was ist das genau? Retro-Timber ist einfach der Hersteller von diesem Holz. Oh, das riecht auch so schön. Ne? Super, wirklich, ehrlich. Also es riecht nicht nach Sauna, ganz und gar nicht, sondern es hat einfach diesen, ja, wie soll man sagen, natürliches Raumklima. Genau, ne? Wohlfühlfaktor. Ja. In so einem Haus kann auch nie mal irgendwie Schimmel auftauchen. Ne? Es ist immer das Atmen. So, du bist der Top-Verkäufer. Welches Haus verkauft sich im Moment am besten? Also die Nachfrage ist am stärksten nach dem Südtirol und nach dem Norwegen. Das wird sehr oft angefragt. Okay. Jetzt haben wir auch aktuell das Modell Österreich XL seit letzter Woche bei uns auf dem Schaugelände. Und das wird auch sehr, sehr stark nachgefragt, da es sehr ähnlich ist zum Kanada. Nur, dass das Kanada noch eine Terrasse mit hinten dran hat und... Das sind so die gefragtesten Häuser, die wir aktuell haben. Welche haben wir schon vorgestellt? Südtirol? Ja, hast du. Österreich XL machen wir demnächst. Genau. Das muss erst noch eingerichtet werden. Ist gestern erst angekommen. Genau. Okay. Danke, Tobi. Gerne, gerne. Danke, so, Tobi. Valeria, was können wir dazu sagen am Ende des Tages? 50 Quadratmeter, das ist schon ganz schön ordentlich. Ne? Schon, ne? Überall große Fenster, tiefe Türen. Ein super Ofen hier drin, mehr kann man nicht verlangen, oder? Und durch die Höhe, schau mal, das ist eine spezielle Sonderhöhe. Du siehst, das ist wirklich sehr, sehr groß. Dadurch wirkt es auch sehr groß, obwohl es nur 50 Quadratmeter sind. Oh, mir ist ganz schön warm geworden. Dir auch? Wer friert denn hier immer so? Ach du, vielleicht war es ja auch ein bisschen die Aufregung.